Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Azura. Ja, leider zu tragischen Momenten, aber das erzähle ich euch gleich. Erstmal begrüße ich natürlich Michael und Patrick an meiner Seite. Hallo. 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 Ja, meine Lieben, was soll ich euch sagen? Hier ist ein sehr kurzes Video, weil das ein etwas abruptes Ende für die Azura ist. Und auch ein ungewolltes, so können wir sagen. Wir haben uns hier zusammengefunden an einem Abend, an unserem Spielabend, wollten ja üblich ein paar Folgen aufnehmen, ein bisschen Spaß haben, hier unsere Straße weiterbauen und überlegen, was wir als nächstes hier machen auf der Karte. Aber das Safe Game ist weg. Also wirklich weg. So, dass der Server wohl ein Blanko-Safe-Game oder Safe-Game war kaputt oder warum auch immer, hat das ein Blanko-Safe-Game gespeichert und geladen und jetzt ist es immer drin gewesen. Also wir haben auf dem Server kein Backup mehr der Nummer und irgendwie die Musik, glaube ich, ein bisschen leiser machen. So, die Musik war definitiv zu laut. Ja, also Safe-Game weg. Nicht wiederherstellbar, keine Kopie von einem Safe Game war auch nicht nötig. So haben wir noch nie, also habe ich noch nie erlebt, dass über die Zeit so ein Safe Game weg ist. Ja, und dann haben wir jetzt vorhin uns ganz kurz zusammengesetzt und haben gesagt, okay, dann das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das, wir haben hier so viel Zeit und Muße reingesteckt, die Sachen zu bauen und wegzuschaufeln und das ist nichts, was man eben wiederherstellen kann, ne? Was man mit F12 irgendwie, dass man Erde wegmacht oder sonst. Ja, doch, das kriegt man noch hin, aber auch die Straßen, die wir gebaut haben, die Dämme, das Haus, die, also wirklich diese ganzen Sachen, das wiederherzustellen, würde uns so viel Zeit kosten, dass wir gesagt haben, dann lassen wir das jetzt, dann ist das höhere Gewalt. Wir sind, glaube ich, alt genug, als dass wir trotzdem in der nächsten Nacht schlafen können, wenn es ärgerlich ist. Ehrlich? Aber, ja. Ja, wir weinen uns so ein bisschen in den Schlaf hinein, okay? Wollte ich doch meinen, ja. Vielleicht muss man die Playlist einfach nochmal sich angucken von der Azura, um den Abschied. Ja, um irgendwie so einen Abschied davon zu bekommen. Ja, ich. Liebe Zuschauer, ihr seht das, meine Emotionen, also kochen jetzt nicht über, aber ich glaube, es ist mir ins Gesicht geschrieben, die Enttäuschung darüber. Technischer Defekt, klar, kann man jetzt nicht viel dran machen, aber ist trotzdem schade. Also, das war schon ein sehr, sehr cooles Projekt. Oder wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Das hat schon Spaß gemacht. Ich war dabei, ja. Ich nur unterstützen die Aussage. Ja, ja, wir haben hier einfach coole Sachen entdeckt. Die Ideen auf der Azura waren cool. Wir waren auch noch nicht fertig, das muss man sagen, aber wir waren jetzt auch nicht so ewig weit davon entfernt, die Karte für uns abschließen zu können, muss man auch sagen. Also wir haben ein Haus gebaut, wir haben Wege gebaut, wir haben Straßen gebaut, wir haben gebaggert, wir haben unterirdische Wege gefunden. Es gibt wohl noch irgendwo einen Gang. Man kann noch ein weiteres Haus bauen, wir können noch weitere Flächen leer schaufeln, aber so in Summe, wir haben coole Spots gefunden für diese Leuchtkugeln, für die Sammlerobjekte, muss man auch sagen. Absolut alles sinnig und cool. Hätten auch noch nicht aufgehört, aber es ist auch nicht so, als hätten wir noch 4 Monate auf der Karte gespielt, das muss man auch sagen. Und deswegen haben wir für uns die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt heute beenden. Wir machen jetzt ein Abschlussvideo für euch, damit ihr das auch ein bisschen nachvollziehen könnt. So ein Projekt soll auch irgendwie eine Art Ende haben. Ne? Ich finde das immer blöd, wenn so ein Projekt einfach irgendwie ausläuft. Das soll nicht passieren, sondern soll auch irgendwie eine Art Ende haben. Unsere Projekte laufen viel, viel länger als die von anderen Streamern oftmals. Das liegt einfach daran, dass wir die Projekte gerne spielen und auch nicht gewillt sind, alle 2 Wochen ein komplett neues Modset mit neuen Karten oder sonst irgendwas aufzuziehen. Und es macht ja auch Spaß, ne, so ein Projekt irgendwie lange durchzuziehen. Aber in dem Fall hat die Azura beschlossen, vielleicht ist das eine der Geheimnisse der Azura, die wir nie lüften können, warum sie von uns nicht mehr bespielt werden wollte. Vielleicht waren wir kurz davor, das
goldene Ei zu finden. Und sie hat gesagt, nee, das behalte ich für mich. Die Karte hat beschlossen, das Projekt zu beenden. Ja, genau. Die Karte muss auch mitspielen und wenn sie beschließt, das Projekt zu beenden, dann müssen wir uns dem wohl oder übel fügen. Jetzt fragt ihr euch natürlich als erstes, was machen wir denn jetzt als nächstes? Das wiederum haben wir noch nicht beschlossen. Wir werden nach diesem Video uns jetzt einfach unsere Zeit nehmen, die wir normalerweise gehabt hätten zum Spielen und werden uns überlegen, welches Projekt wir spielen könnten, was so sinnvoll ist, was wir in kleiner Runde machen wollen, mal, wo wir nochmal Lust drauf hätten. Ja, da werden wir uns sicherlich was Schönes ausdenken. Es wird was geben, wir werden auf jeden Fall was anschließen, aber Azura ist es jetzt nicht mehr. Wie gesagt, Kat hat uns viel Freude bereitet, ohne Frage. Und liebe Zuschauer, wenn ihr die spielen wollt, tut das. Lohnt sich auf jeden Fall, die Karte mal zu spielen. Und ich würde sagen, lasst uns doch nochmal... Sieht einfach witzig aus hier auf der Bank. Warte mal, bevor wir irgendwas machen, mache ich, glaube ich, nochmal eben den Screenshot. Weil das muss man, glaube ich, nochmal eben so festhalten hier. Weil das ist eigentlich schön. schön um den Abschluss zu machen. So. Jetzt würde ich aber sagen, lass uns doch nochmal einmal hier den Weg hochlaufen, oder? Ja. Jo. Dann gehen wir nochmal wenigstens oben auf den Aussichtspunkt, wenn wir den hochkommen und nicht runterfallen irgendwo. Aber es ist wirklich Blanco. Da vorne hätte uns ausgestanden. Also es ist der gleiche Server, es ist das Modset, das wir hatten, das ist alles da. Wie gesagt, nur das Savegame liegt bei 0. Ist leider nicht zu ändern. Ah, aber guck mal, ich bin schon total geübt hier in dem Klettern. Obwohl ich jetzt zugeben muss, Patrick, sind wir da hinten mal gewesen? Da in diesem riesen Wasserfall, wo das so dampft? Wo geht es da hin? Muss mal gucken, ob wir da... Was ist dieser See hier bei der 42, ne? Mhm. Ich glaube, ich muss da mal rüberfliegen. Jetzt ist das ja sowieso egal. Jetzt können wir ja machen, was wir wollen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier irgendwann mal rausgekommen sind. Ich glaube nicht, ne? Ist auch noch irgendwie hier so ein Weg. Wahrscheinlich gibt's. Wir könnten ja gleich mal wenigstens noch eben einmal in die Nachtspuren gucken, ob es hier noch irgendwie so ein Ding gibt. Aber wo geht's denn hier dann hin? Ja, also hier die Ecke sind wir wirklich nicht hingekommen. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch nichts zu tun, oder? So schaufelmäßig. Hier gibt es keinen auf jeden Fall. Da oben gibt es irgendwie meine Farm, Worksite 4. Da fliege ich nochmal eben hin, da gucken wir nochmal eben, was da ist. Eine kleine Erkundung machen wir nochmal. Das ist so eine Abschiedsrunde hier über die Karte. Aber ich wüsste wirklich nicht, dass wir hier... Wir haben das am Anfang gesehen, ich weiß, bei der Map-Vorstellung haben wir das hier gesehen und haben gesagt, da müssen wir irgendwann mal hin. Das haben wir bis hier haben wir es nie geschafft. Mhm, stimmt. Irgendwie so ein Tümpel hier. Wir springen gleich einmal in die Nacht vorne und gucken mal, ob es hier irgendwie wird. Ich bin jetzt hier fast an dieser Worksite. Ach so, aber hier ist einfach nur Erde auf dem Boden. Ach, guck mal hier. Aber insofern, als dass man hier wahrscheinlich... Erlegt man hier einen Wasserlauf frei? Man legt auf jeden Fall, also man gräbt hier auf jeden Fall bei dieser Worksite ein Wasserloch frei. Wenn man das hier ausgräbt, dann steht man quasi mit dem Bagger im Wasser. Das wäre natürlich auch nochmal eine coole Nummer gewesen. Weil hier schon die Wasserplane ist. Ah, okay. Ja, und hier kommen auch so ein bisschen Pflanzen durch. Also ich gehe davon aus, dass man hier quasi ein Wasserloch freilegt. Also eine große Fläche und wahrscheinlich auch eine relativ große Menge, was man hier wegbaggern muss. Ne? Ja, und hier ist aber auch der jetzt hier ist der Weg, glaube ich, nicht so weit, ne?
Der ist hier vorne direkt, ja. Genau, hier vorne ist auf jeden Fall eine Straße. Ja, also hier würde man dann wahrscheinlich wirklich das Loch freilegen. Hier vorne gibt es irgendwie so ein Abflussrohr. Ich habe das noch extra was zu sagen. Wo geht denn das hin eigentlich? In den anderen See gehe ich mal von aus, oder? Ich glaube, so einen direkten Anschluss hat es, glaube ich, nicht. Ja. Hm? Mal hier ist noch ein Wasserfall. Aber hier waren wir schon, ne? Irgendwie das erinnert. Ja, doch, hier waren wir schon. Das erinnert mich, da ist hier, glaube ich, auch so ein. Aber das könnte schon sein, dass das hier die andere Ecke ist, die man frei machen kann. Weiß ich nicht. Ja, liebe Zuschauer, lohnt sich auf jeden Fall für euch auch nochmal danach zu gucken. Also, wir werden es nicht mehr ergründen. Schätze ich mal. Obwohl, ist das hier so ein. Reizt mich ja schon so ein bisschen nochmal reinzugucken, ne? Da sind wir beim Erkunden irgendwie hergefahren, dann irgendwie, weil auf deinem Karte das so aussieht, als wäre da ein Weg. Ja, stimmt. Ja, gut, das kannst du dich bei der Karte ja auch nicht so richtig drauf verlassen. Hier plätschert es ja auch so, ne? Wahrscheinlich läuft es hier irgendwo unten runter durch. Meint ihr denn, dass hier hinter dem Wasserfall, dass das hier Plätze sind, die man wegmachen kann? Ich glaube nicht, oder? Und man kann die Felsformation so schwer voneinander unterscheiden, die man klein machen kann. Genau. Sieht zumindest auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre das so eine Art von Formation, die man weghämmern kann. Wieder so eine Nebelwolke drin. Ach ja, hängen überall Nebelwolken drin. Das ist immer, wenn man weiter weg ist, sieht man die nur. Ne? Ja, wenn man näher rankommt, sind die durch. Ich gebe nix die Karte so oder so. Auf jeden Fall eine Augenweide. Lohnt sich auf jeden Fall mal da ranzugucken. Ich weiß auch nicht, wie weit die wie weit man die Leuchtkugeln sehen kann, sonst könnte man ja tatsächlich auch des Nachts nochmal hier rüberfliegen. Aber auch hier sind wir nur bedingt gewesen. Hier ist ja auch noch so eine Hütte. Mitten im Wald. Ah, hier sind wir irgendwann mal gewesen auch. Kommt nicht hinterher, ne? Ich springe hier gerade von Punkt zu Punkt auf der Karte. Ja, ich sehe es, du machst Riesenschritt. Ja. Ja, ich möchte einfach nur mal eben so ein. Ich glaube, wenn man die. Das Ding ist, wenn man die Karte wirklich spielt, dann verlierst du den Blick für die einzelnen Sachen auch. Na, guck mal, hier ist nämlich diese zweite Hütte, die man hier hinsetzen kann. Da kann man noch leer buddeln. Das, beim Start die Stelle. Ja, genau. Wir haben auch während der ganzen Zeit, in der wir die Karte gespielt haben, haben mir die Mapper ja auch mal geschrieben, ne? Dass es genau die Art ist, wie die Karte gespielt werden sollte, dass sich das so wünschen. Habe ich das mal erzählt? Nö. Ja, da hat mich jemand von denen angeschrieben, auf Französisch, und hat geschrieben, dass das die Art ist, wie die Karte gespielt werden soll. Wie sich das vorstellen. Und das vorgestellt. Boah, das ist sehr schön, finde ich. Ja. Witzig ist ja, das hier sieht ja aus wie ein Weg nach unten. Das ist gar kein Weg, das ist nämlich hier diese Rohrleitung. Ja, das wäre schon mal alles gebaut hatten. Oh, hier, da konnte man ja auch wirklich die Rohrleitung setzen, aber hier vorne war nichts zum Aufdrehen.
Immer ja, gedacht, ich hab's nie gefunden. Nee, ja. Das wüsste auch nicht, ob es so eine Mechanik überhaupt im LS gibt, dass man irgendwas baut und dann danach Wasser läuft. Hat auch keiner der Zuschauer dann irgendwann beigeben können. Nee. Beziehungsweise irgendwann bestätigen können, dass es da irgendwas in die Richtung gibt. Hier waren wir definitiv. Hier sind wir mit den Motorrädern rausgefahren. Ach schon, auch so eine urige Karte, also wirklich so eine Karte, die man urbar machen muss für sich, ne? Also eigentlich genau das, wie wir es gemacht haben, gespielt haben. Ja, ja, genau. Ja, also liebe Zuschauer, das Einzige, was wir euch wirklich sagen können, ist, dass wie wir es gemacht haben, ist das, wie diese Karte zu spielen ist, wie man da anfängt, wie man daran arbeitet. Man kann sicherlich auch an anderen Stellen anfangen und noch mehr wegholzen, umholzen, all das ist möglich. Aber grundsätzlich ist das schon der Gedanke dahinter, dass man das so ein bisschen auf Adventure spielt und so macht. Auch wenn es durchaus ein bisschen wehmütig ist, werden wir uns dennoch hier von der Karte verabschieden. Mal eben gucken. Keine Ahnung, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo dieser See war, auf den wir geguckt hatten. Hier irgendwo. Okay, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Du warst auf Azura. Ja, da bin ich. Ich muss in die andere Richtung, dahin. Genau, hier oben. Hier oben. Ich habe hier auf dem. Ich werde wieder zurück auf den Turm hüpfen. So. Sollen wir von hier aus die Aussicht noch ein bisschen genießen? Nein, Mario, spring nicht. Ach, ich helfe dir. Ja, genau. Wieso brauchst du schubsen, oder? War gut, dass die den Flugmodus noch anhaben. Also, liebe Zuschauer, jetzt hat tatsächlich der Abschied doch wieder irre lang gedauert. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen irgendwie nur so 2-3 Minuten Video, aber es war dann irgendwie doch länger. Man verliert sich in der Karte und das ist auch wirklich das Highlight an dieser Karte, dass es ist was absolut Außergewöhnliches für den LS22. Das gibt es so bisher nicht und ich glaube auch nicht, dass es so eine Karte in der Art und Weise und mit den Ideen im LS22 nochmal geben wird. Behaupte ich, dass den Charakter wüsste ich nicht. Ist schon sehr außergewöhnlich, ne? Ja, finde ich auch. Und so ein bisschen hat das eine Spezialität wie die Yukon im 19er. Das hat es ja so im 22er auch nicht mehr in der Qualität gegeben, ne? Bisher zumindest. Es gibt zwar eine Yukon, aber irgendwie so, ich weiß nicht, es hat mich nicht nochmal so gepackt, wenn ich sie mir angeguckt hatte. Ja, also wir haben ja die Yukon River auch gespielt, das war ja gar nicht die Yukon, ne? Ja, es ist jetzt sowas, ja, ähnlich dem angelehnt, aber ich glaube, es ist nicht die exakte gleiche Karte. Okay. Ja, also ich vergleiche das, den Spaß an einer besonderen Karte hatte ich hier ähnlich wie auf der Yukon seinerzeit im 19er. Und ich hoffe, dass es im nächsten LS auch wieder so ein Spezialprojekt und so eine Spezialkarte geben wird in irgendeiner Form, die uns so reizt. Aber hier an der Stelle geht es für uns tatsächlich nicht weiter. Wenn ihr Ideen habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann dürft ihr natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht setzen wir davon was um. Vielleicht wird es auch noch was ganz anderes, aber ich bringe die Folge jetzt sehr zeitnah, damit ihr auch seht, dass es leider zu Ende gegangen ist. Ja, bisschen wehmütig trotzdem noch, weil ich lasse mir das ungern von Technik aufdiktieren, wann das Ende ist. Aber in dem Fall werden wir uns dem wohl fügen müssen. Ja? Ja, leider. Das ist eine der letzten Überraschungen, die diese Karte für uns bereithielt. Genau. Ja, wollt ihr noch was zum Projekt sagen, zum Fazit, zum Abschluss? Es hat wunderbar Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Und ich
fühle mich geehrt, hier dran teilgenommen haben zu dürfen und so. Würde es gerne wiederholen, so etwas. Ja, das ist schön. Das war auf jeden Fall wieder ein sehr schönes, außergewöhnliches Projekt. Und das finde ich einfach, was Passendes, Gleichwertiges zu finden. Also. Ich denke auch, da werden wir unsere Liebe mit haben. Ich denke, wir müssen uns auf was anderes einlassen. Ja, wahrscheinlich. Genau, und vielleicht wird es auch so sein, dass wir wieder mal einen Trecker fahren müssen. Wer weiß das schon. Wie geht aber, das? Ja, das... Also weißt du, diese landwirtschaftlichen Maschinendinger da. Ja, genau. Ui. Bin jetzt aber voll im Game. Auf der Agritechnik habe ich mir erklären lassen, wie so manches funktioniert. Also von daher, verlasst euch auf mich. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Kann nichts schief gehen, genau. Wir werden wahrscheinlich wieder einen anderen Hut aufsetzen müssen. Das ist halt so. Aber das sehen wir dann. Liebe Zuschauer, lasst uns mal für das Projekt euer Fazit da. Ne? Was hat euch so am besten gefallen? Was hat euch gereizt? Was fällt euch ein zu diesem Projekt? Und wie gesagt, womöglich auch zu Folgeprojekten. Bei diesem, ich würde ja sagen, jeder Kommentar bringt uns 5000 Euro in-game, tut er aber nicht. Das Thema ist leider vom Tisch. Das haben wir nicht, aber trotzdem, auch das war ganz cool. Das war das erste Mal, dass ihr interaktiv mit Kommentaren auf so ein Spiel bei uns Einfluss nehmen konntet. Ich fand das auch eine coole Idee, weil wir so gar nicht wussten, wie wir an Geld kommen am Anfang. Aber ja, das hat uns auch sehr weitergeholfen. Ne? Absolut. Dadurch konnten wir wirklich unseren Spieltrieb ausleben. Das hat die ersten drei Spritzen haben uns wirklich deutlich nach vorne gebracht. Dann waren wir ja doch jetzt irgendwann mit Steinsverkauf und so, waren wir ja da doch in Bereichen, wo wir uns was leisten konnten. Aber absolut, also ohne die Kommentare und diese 5000 Euro pro Kommentar wären wir lange nicht so weit gekommen. Also vielen Dank auch an euch, dass ihr das so mit uns gemacht habt. Und dann ja, bleibt mir nur jetzt noch der Azura alles Gute zu wünschen, vielleicht für ein Comeback im nächsten LS-Teil, wer weiß das. Und danke nochmal an das großartige Modding-Team, das diese Karte gebaut hat. Absolut erwähnenswert und einzigartig in dieser Welt. Ja, und liebe Zuschauer, euch wie immer sagen wir jetzt Tschüss. 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 Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.